Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Unrat beseitigt. Liegt noch vor Ort. Ansonsten gucken wir jetzt mal, wie wir hier weiter durch diese kleine Siedlung, durch diese paar Hütchen da durchkommen. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Turm. Haben in der letzten Folge eigentlich auch kaum was geschafft an Strecke. Okay, der da hinten sitzt weiter auf seinem Stuhl. Ich gehe mal hier hoch. Ist hier noch irgendwo irgendjemand? Ansonsten gehe ich mal hier in die Hütte gucken, was wir denn hier so finden. Wir können hier was lesen. Zur Erinnerung. Sie arbeiten für mich, um mir Stärke und gesunden Bestien zu liefern. Meine Untertanen kommen nicht nach Shannat, um zu sehen, wie schwache und gebrechliche Tiere den Gnadentod empfangen. Sie wollen unterhalten werden. Sie wollen, dass es zwischen zwei gleich starken Gegnern zu Blutvergießen kommt. Und sie wollen ihr Geld verlieren, aber trotzdem zufrieden nach Hause gehen. Entweder liefern sie mir Tiere, die eines Turnieres in Shannat würdig sind, oder sie werden die Zuschauer in der Arena demnächst persönlich unterhalten. Lang lebe König Min. Was kann ich hier noch machen? Ich glaube, das war einfach nur das Symbol des erneuten Lesens. So, Kollege. Kann es sein? So. Dann nehmen wir den auch mal mit. So, dann legen wir hier auf die Matratze. Schön, alles schön weich. Der pennt nur, ne? Ist kein Ding, der pennt nur. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das war ein Medi-Kit-Pack. Gedöns. Sind hier noch mehr? Boah. Oder nur noch der eine dort drüben? Wirklich nur noch nach dem einen dort drüben aus. Okay, dann knöpfen wir uns den doch auch mal vor. Voilà. Ein bisschen am Wasserfall entlanghangeln. Hier liegt noch was. Da gucken wir vorher noch vorbei. Es sieht nach Munition aus, die wir wahrscheinlich nicht mitnehmen können. Jawohl. Es ist ja nett vom Spiel, dass sie uns so mit Munition quasi zuschütten. Wo ist er denn? Aber ja, wir machen es einfach ein bisschen stealth-mäßig. So, ab ins Gebüsch mit dir. Und dann haben wir das ebenfalls erledigt, würde ich sagen. Dann gehen wir mal hier hoch. Die Siedlung bzw. die paar Häuser scheinen clear zu sein. Wir haben noch 350 Meter vor uns. Mit dem Blick ins Ungewisse. Wir wissen nicht, was noch kommt. Jay, mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack, aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Okay, ist das hier Schnee? Fragezeichen.
Könnte natürlich sein. Und das Pflanzen? Kann ich irgendwie auch pflanzen? Sieht nicht so aus, keine Ahnung. Alter. Solche Superkräfte hätte ich in echt auch gern. Na gut, wir gucken mal weiter. Der Ming Kon Ping. Ja, Ziege, ich mach dir doch nix. Alles cool. Okay, hier geht's wohl weiter. Die Ziegen rennen schon vor. Wir gucken trotzdem nochmal hier rüber. Das ist ein schöner Abgrund. Naja, was... Ich weiß nicht so richtig, was ich schon... Ups. Da ist der Turm. Was ich schon von diesem Typ halten soll. Okay, halte Sprinten gedrückt. Saubere Kill, doppelte Ausbeute. Aha, okay. Beutetasche voll. Das ist interessant, ne? Far Cry 3, wer sich noch erinnert... Ach du Scheiße. Far Cry 3, wer sich noch erinnert, wir mussten uns mit Fähigkeitspunkten die doppelte Beute quasi erskillen. Jetzt können wir es einfach durch einen gezielten Tod erreichen. Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein bisschen Schnee, was hier runterkommt, ne? Ja gut, wir versuchen es hier mal. Ja, gerade so, ne? Wir hätten jetzt natürlich auch hier so anscheinend den Weg laufen können, aber... Ne. Machen wir nicht, brauchen wir nicht, müssen wir nicht. Wir gucken weiter. Was liegt denn hier oben? Nichts. Okay. Das hat was Blaues. Ach, da oben. Ich will gerade ein Foto machen. Guck mal wieder her. Ist auf jeden Fall blau auf der Karte markiert. Was für ein Seil? So. Die halten zum Klettern. Dann klettern wir mal hier hoch. Okay. Steigen, springen. Das kenne ich eigentlich nur vom Sinken, ne? Und also springt ab, um dann zu sinken. Hochsteigen tut man eigentlich so. Naja, gut. Wir sind da. Na, grüß dich. Wer bist denn du? Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Es ist 2:30. Zeit für einen Nachmittagsschlaf. Es sieht schon geil aus. Also, das kriegen sie schon immer wieder hin. Muss das wirklich mal sagen. Aber sage ich ja, bei Assassin's Creed genauso, und das kommt ja aus der gleichen Entwicklungsschmiede. Wobei da ja jeder halten kann von der Politik, was er möchte. Dazu möchte ich jetzt eigentlich gar nicht meinen Senf dazu abgeben. Denn ich glaube, das wird einfach schon zu viel und zu oft und zu langatmig breitgetreten. Meine Meinung dazu. Machen wir Schnee? Machen wir Fußspuren im Schnee? Nein. Gut, dann gehen wir mal in den Turm rein. Jetzt habe ich gedacht, das ist irgend so ein geiler Turm. Jetzt ist das voll die abgefuckte Bude. Moin. Sag mal, sind hier nur irgendwie Frauen da, die keinen Bock haben, irgendwie
nach ihrem Mann zu sein oder so. Ich weiß ja nicht, wie Politik oder beziehungsweise die Religion das in diesem Land vorsieht, aber es ist ja so, dass dort die Frauen ja ziemlich viel machen dürfen und nicht raus dürfen. Und darum frage ich mich jetzt das gerade so ein bisschen. Oder ob das einfach hier nur so... AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hältst du mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Kyrat. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagan Min wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Ich find's gerade extrem geil, dass dass wir die ganze Munition aufheben konnten. Und obwohl wir hier irgendwie also keine Waffe für haben. Das ist natürlich extrem geil, ne? Extra so einen weißen Anzug, dass sie sich besorgt haben. Geil, Schneemobil. Ich hoffe, wir dürfen auch mal mit so einem Ding fahren. Na, come on, was ist denn hier los? Ich glaube eigentlich noch nicht, dass wir uns... Alter, bist du bescheuert? Geht's dir noch gut, Alter? AJ, Lawine! Lawine, in Deckung! Ach, du Scheiße. Ja, nu? Krasses Ding, ey. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Ja, komm, laber nicht, hol mich mal hier raus, bitte. Danke. Prolog beendet. Kyrat. So, ich trinke mal schön ein Schlückchen. Oh, kleine Lag. Wir haben Pagans Heli gesehen. Kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des Goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot. Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana... Das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist, hm? Banapur.
2178 Meter. Ja, ich öffne das Herstellungsmenü mit M, wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, um Upgrades herzustellen. Okay, da ist sogar rechts unten eins zu sehen. Ja, was ich sagen wollte, ich kann natürlich diese nette Frau verstehen. Achso. Ja. Ich kann natürlich, diese nette Frau natürlich verstehen. Ich habe auch eigentlich gar keinen Bock hier zu sein, ne? So. Am liebsten hätte ich wohl oder übel einfach die Asche meiner Mutti verstreut und wäre dann wieder nach Hause gefahren. Vielleicht nur 2-3 Tage hier verbracht. Also je nachdem, wie detailliert das Ganze ist, da bekommt man schon mal Bock, da hinzufahren, sich das einfach mal anzusehen. Naja, okay, wir können Fähigkeiten wieder machen. Was haben wir? Der Tiger und der Elefant. Springe oder falle auf deinen Gegner unter dir und führe einen tödlichen Takedown aus. Ah. Okay. Was hatten... Ah, okay. Wir haben hier also nicht mehr so einen überladenen Skillbaum wie noch in Far Cry 3. Okay, was haben wir denn hier alles so? Tod von unten, Tod von oben, Pistolen-Takedown, Messerwurf-Takedown, Beute-Takedown. Ah, okay, das ist natürlich geil. Ziehen-Takedown. Okay, das ist auch interessant. Okay, hier hat man ein bisschen den Kugelschwarm. Bisschen bessere Rüstung. Das Ziel im Auge. Faustwaffen. Die können beim Ziel nachgeladen werden. Okay. Okay, währenddessen kann ich ja eh nicht schießen, ne? Beim Sprinten nachladen. Das ist natürlich auch interessant. Leute, zwei Glocken der Erleuchteten in Shangri-La. Zwei übrig. Okay, das ist natürlich sehr geil. So wie es aussieht, habe ich einen Punkt hier oben. Und alles, was ich upgraden kann, wird mir hier orange bzw. blau angezeigt. Das ist so kampfmäßig. Was kann denn der Elefant? Gute Kondition. Wir haben ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Das kann definitiv nicht schaden. Okay. Wir können hier mit erhöhter Geschwindigkeit Sachen reparieren. Bei Gerätespezialist. Und die Kamera zeigt uns sammelbare Objekte, die wir als Wegpunkt markieren können. Ernte. Du bist erfahren genug, doppelt so viele Blätter von einer Pflanze zu sammeln, die du aberntest. Okay, es gibt dazu wieder Pflanzen. Nashornhaut. Du erleidest weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Elefantenreiten. Mega geil. Also, was ich mache, ich werde auf jeden Fall mal das Gesundheitsfeld machen, aber das Elefantenreiten ist ja mega geil. Fokusspritze, schneller laufen, schwimmen, länger die Luft anhalten, jawohl, kann man auch. Überlebensspritze, Nahkampf. Ja, okay, Jagdspritze kennen wir auch. Geschäftsabkommen, du kannst jetzt Sprengpfeile, Brandpfeile und Haft Upgrades für Sprengstoffe an Handelsposten kaufen, alles klar. Was haben wir hier noch? Innere Stärke. Teilweise geleerte Gesundheitsfälle regenerieren sich schneller. Okay. Heilspritze Level 2. Heilspritze Level 2. Okay, wir können also nur von links, von rechts nach links oder eben hier von links nach rechts. Jeweils von innen nach außen skillen und dann eben nur das, was uns aktuell blau markiert ist. Alles klar. Gut zu wissen, hier haben wir noch ein weiteres Gesundheitsfeld. Aber ich würde sagen, wir holen uns die gute
Kondition. Haben das Ding gelernt? Wir können Herstellung mal gucken. Dass wir uns einen Geldbeutel herstellen. Und... Wow, also... Also, ja. Ich finde das Menü schick. Also, ich... Und auf jeden Fall übersichtlich. Ich habe hier Waffengurt, Geldbeutel, Beutetasche, Spritzentasche. Ich habe hier alles. Es ist aufgeräumt. Es wirkt einfach aufgeräumter. Wir haben hier den Fortschritt. Was haben wir denn in den Sammlungen? Beutetasche auswählen. König Minz, Kyrat, verlorene Briefe. Mohan Gels. Tagebuch. Wird wahrscheinlich auch interessant. Wir haben hier Taktik. Ah, okay. Hier können wir nochmal alles nachlesen. Das ist interessant. Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den goldenen Pfad, aber Amita und Sabal haben unterschiedliche Ziele. Je nachdem, mit wem wir sprechen, haben wir gänzlich unterschiedliche Missionen. Das ist sehr interessant. Das, okay. Müssen wir uns definitiv mal gucken. Ja, hier mal Außenposten wieder, Schleichtipps, Kampfdeckung. Ja, schön interessant. Hier noch ein bisschen. Ja, hier die Glockentürme. Nicht mehr Funktürme, hier sind es Glockentürme. Deckt aber ebenfalls wieder die Karte auf. Festungen, die wir... Oh, das sieht aber krass aus. Okay. Unterschlüpfe, Außenposten. Ja, sieht auf den ersten Blick ziemlich gewohnt aus. Ach du Scheiße, was ist denn das? Jäger. Leise, sie werden nur kurz markiert und sie können Raubtiere beschwören. Alter, das wird auf jeden Fall noch ein Spaß. Das wird auf jeden... Oh, das sieht ziemlich interessant aus. Ja gut, wir gucken jetzt hier nicht mal nicht so weit rein. Gut, links unten sehen wir haben ein drittes Feld der Gesundheit dazu erlangt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute. Ich bin raus hier. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.